Willkommen zurück, meine Lieben, zum vierten Part hier in der Guild Wars 2 Woche. Ja, heute letzte Story-Folge und morgen gibt es dann Widerstand des Drachens. Ich hoffe, es gefällt dir soweit. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Und wenn wir das öfters mal machen sollen, dann schreib es mir gerne dazu in die Kommentare, denn bisher hat es mir sehr, sehr Spaß gemacht. Das ist zwar viel Aufnahme auf einmal, viel Bearbeiten auf einmal, aber es ist trotzdem total cool, macht Spaß und wir haben vor allem mal eine Woche am Stück mehr Fortschritt in der ganzen Geschichte. So, wir sind letzte Folge hierher gekommen, der Weg nach vorne, die vergessene Stadt. Wir haben mit diversen Personen gesprochen, um herauszufinden, wo Kesho ist, die Geburtsstätte von Flast. Wer Flast nicht kennt, kurzer Reminder, das ist Aurines Bruder. Das ist Aurines Bruder, der leider schon verstorben ist. Balthasar hat ihn beim letzten Zusammenstoß mit uns und unseren Gefährten leider dahingestreckt. Er wollte eigentlich uns treffen. Flast hat sich für uns geopfert, damit Aurine ihren Champion uns nicht verliert. Ja, ich war ziemlich niedergeschlagen. Aber ja, mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Wir haben jetzt hier unten in dieser Grotte, Höhle, in diesem Bodenloch, unsere Instanz. Ich würde sagen, ich falle jetzt einfach mal darunter. Aber erst, oh, ich muss Food nachkaufen. Hole ich mir hier Food rein, dass ich auch, okay. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es allgemein weitergeht. Wie die Geburtsstätte vor allem auch aus. Okay, Gott, oh Gott. Ah, das kenne ich. Hallo? 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 Kommandeur? Ah, Tiny! Euer Signal ist wirklich stark. Wie habt ihr das gemacht? Ich bin in eine tiefe Grube gesprungen. Okay. Gut gemacht. Ihr befindet euch wahrscheinlich genau Guck auf einem Guck mal, das sind sogar Erhabene schon. Hört zu, ich habe etwas gefunden. Eine verschollene Stadt namens Kesho. Sie liegt unter der Erde. Ich bräuchte also etwas Hilfe, um mich zurechtzufinden. Ja. Eine Stadt? Vergraben unter der Erde? Tatsächlich? Mist. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Schaut mir, was ihr seht. Alles, jedes Detail. Gelangt bis zur Spitze der Zentralkammer hoch. Okay, das ist ein Erfolg. Okay. Sie gibt uns erstmal keine Antwort. Wir haben hier auf jeden Fall unbekannte Erhabene. Irgendwas an diesem Erhabenen. Er bewegt sich, also ist er am Leben. Aber er reagiert nicht auf meine Anwesenheit. Er sieht doch irgendwie komisch aus. Stoßt ihn einmal mit irgendeinem Gegenstand leicht an. Ja, klar, wir stoßen einen Erhabenen an. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen? Oh, ich wäre so gern dabei. Sind die nicht immer Gold in Taria? Und nicht rot? Vielleicht hat Balthasar die schon infiziert. Auf jeden Fall ist hier ein erhabenen Podest. Hier ist etwas, das wie eine Konsole aussieht. Wirkt aber irgendwie tot. Okay. Da fehlt es wahrscheinlich an einer Energiequelle. Schaut euch um. Irgendwo muss ein Kristall oder etwas anderes Leuchtendes oder Glänzendes sein. Was Glänzendes, Leuchtendes? Ah, Schäberrohre. Da oben ist eine Fackel. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was wir brauchen. Ich habe einen glühenden Kristall gefunden. Ah, da, tatsächlich. Und eine Leiche. Oh. Ich hoffe, es war nicht der Kristall, der für die Leiche gesorgt hat. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Hebt ihn auf. Toll, danke, Timmy. Aber erst holen wir mal hier dieses Tagebuch. Okay. Ich hoffe, unser geht's nicht so wie dem Skelett. So. Wisst ihr, an was für einen Film ich diese Höhle entdecke? Kennt ihr diesen, die Schatzinsel? Nee, wie heißt dieser Film? Schatzjäger, Schatzplanet? Die, oh, es glüht. Oh, ein Tor geht auf. Was war das für ein Geräusch? Gerade hat sich eine Tür geöffnet. Mehrere, die ist auch offen. Im Raum dahinter befindet sich ein weiterer Erhabener. Er ist nicht rot wie die anderen. Er scheint zu schlafen, aber vielleicht kann ich ihn aufwecken. Ah, da. Nun, dann macht weiter. Ihr wisst ja, was ihr tut. Wissen wir das wirklich?
Nein. Hat Balthasar euch geschickt? Oder Joko? Ich werde diesen heiligen Boden mit meinem Leben verteidigen. Haltet ein! Ich komme in Freundschaft. Wir sind auch nicht auf Balthasars Seite. Der Kommandeur hat vor, ihn aufzuhalten. Vlast ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Was habt ihr getan? Gar nichts. Podeste beleben die Geschmiedeten wieder. Bei denen, die rot leuchten, handelt es sich um Geschmiedete? Wie gut, dass ihr sie in Ruhe gelassen habt. Ihr behauptet, nicht zu Balthasars Gefolgsleuten zu gehören. Beweist es. Vernichtet, was er erschaffen hat. Heißt, wir sollen die Geschmiedeten jetzt zerlegen? Okay. Bezwingt zwei Geschmiedete haben, ehe sie aufwachen. Okay. Das war ein Knaller. Das war ein Knaller. Okay. Überflutet. Jetzt habe ich zu lange gewartet, leider. Aufgeladen. Mach Luft. Mich bringt. Okay. Schade, also man hätte direkt zu dem anderen rennen sollen. Balthasar ist der Grund, warum ich hier bin. Er will Falkatorik umbringen und wir versuchen, ihn aufzuhalten. Ich wünschte, ihr wäret schon früher gekommen. Balthasar war erst vor kurzem hier, zusammen mit diesem verdorbenen Licht Joko. Mit beiden? Auf der Suche nach denselben Antworten wie ihr. Anscheinend bin ich auserwählt, Orim, Glints zweite Nachkommen, zu beschützen. Wenn euch diese Rolle anvertraut wurde, soll es mir eine Ehre sein, euch zu unterstützen. Ich bin Sadisi. Sadisi, okay. In Kesho. Dankeschön. Das, was ihr seht, ist alles, was vom ersten Versuch der Vergessenen übrig geblieben ist, die Altdrachen zu beschwichtigen. Okay. Sie scheiterten. Dieses Gelände wurde aufgegeben, aber ein paar von uns blieben hier, um es zu bewachen. Mhm. Warum waren Balthasar und Joko hier? Sie haben die Magie der Vergessenen gesucht, mit der man einer Kampfrüstung lebendigen Geist einflößen kann. Dieselbe Magie, mit der die Erhabenen erschaffen wurden. Okay. Sie fanden schon bald heraus, dass sie mit Hilfe dieser Magie diese Abscheulichkeiten erschaffen konnten. Sie nannten dieses Grauen die Geschmiedeten. Die roten Erhabenen, gegen die ihr gekämpft habt, waren das Ergebnis ihrer ersten Experimente mit uns. Sie haben sie als geistlose Wächter zurückgelassen. In dem ganzen Wirren gelang es mir, mich selbst in diese Kammer einzuschließen, um nicht demselben Schicksal anheimzufallen wie die anderen. Das war sehr schlau. So könnt ihr uns jetzt dabei helfen, dafür zu sorgen, dass Balthasar keinen Erfolg hat. Balthasar dachte, er hätte die Informationen vernichtet, nach denen ihr sucht. Aber die Wächter, die er zurückgelassen hat, haben sie beschützt. Mhm. Wie meint ihr das? Die Podeste! Eure unsichtbare Freundin hat recht. Wählt ein Podest aus und ich kann seine Geheimnisse enthüllen. Okay. Also, ich soll mich da jetzt einfach draufstellen, oder was? Glint war der Schlüssel. Oh. Für unsere Zwecke eignete sie sich hervorragend. Sie stammt von einem Altdrachen ab, ist selbst ein Kristalldrache und sie hat ihren eigenen Kopf. Ja. Wir leisteten gute Arbeit. Glint wies Kalkatorik ab und brachte weitere Nachkommen hervor, die sich ihrer Sache anschlossen. Okay. Das war Josso Escher, einer der wichtigsten Architekten des Vermächtnisses. Leider verloren wir ihn bei dem Versuch, Kalkatorik zu konvertieren. Oh. Moment, Kalkatorik zu konvertieren? Ja, die Vergessenen wagten den Versuch. Aber die Gier der Altdrachen ist zu groß. Es erwies sich als tragischer Fehlschlag. Die Antworten zu weiteren Fragen erhaltet ihr, wenn ihr die anderen Podeste befragt. Okay.
Es hätte mich auch stark gewundert, wenn man so einen mächtigen Altdrachen konvertieren, ne, heißt das doch. Konvertieren, genau, könnte. Es sind ja keine Haustiere, es sind Drachen. Also, das wäre interessant gewesen. Hier, gehen wir da drauf. Dies ist die wichtigste Lektion, die ein Erhabener lernen muss. Zwar haben Altdrachen unfassbare Kräfte, aber dennoch können sie getötet werden. Jeder von ihnen hat eine bestimmte Schwachstelle. Mordemos beispielsweise kontrolliert die Gedanken. Aber seine mächtigste Waffe, sein Verstand, ist auch seine größte Schwachstelle. Dadurch haben wir es ja geschafft. Kreatoriks einzigartige Stärke, seine Fähigkeit, Objekte in Kristall zu verwandeln, ist auch seine ganz spezielle Schwäche. Okay. Seine Geschöpfe verfügen alle über dieselbe Resonanzebene, die sie mit dem Kristalldrachen verbindet und aufgrund derer sie einander Schaden zufügen können. Eine fundamentale Resonanz, die sie verwundbar macht. Oh Mann, deswegen war Balthasar also hinter Vlast her. Er brauchte einen Nachkommen von Glint, um Kralkatorik zu besiegen. Aber jetzt ist Vlast nicht mehr da, also bedeutet das... Er wird zu Orin gehen. Wartet, da ist etwas, das ich nicht verstehe. Wenn Glint und die Vergessenen wussten, was der Tod eines Altdrachen für Tyria bedeutet, warum wollten sie dann Vlast und Orin großziehen? Die Antwort befindet sich hinter dieser Tür. Wenn ihr mit den Podesten fertig seid, können wir fortfahren. Also ich hoffe, dass unsere erhabenen Freunde weiterhin unsere Freunde sind und nicht irgendein eigenes Spiel für sich auslosen wollten. Und in dem Moment, wenn wir die Tür betreten, uns in die Pfanne hauen. Kisho sollte mein Zuhause sein. Aber es ist eher ein Käfig oder ein Grab. Ich bevorzuge den freien Himmel. Ich fühle mich hier wie in einer Falle. Oh. Dieser Ort erinnert mich daran, dass ich nicht handeln kann. Unabhängig davon, wie sehr ich es wünsche. Zumindest kann ich es nicht, bevor nicht das vollständige Vermächtnis bereit ist. Das vollständige Vermächtnis, okay. Wir haben ihn ermuntert, seine Gedanken aufzuzeichnen, für uns und für die Nachwelt. Er hat nicht oft etwas beigetragen und es hat ihm auch nie Spaß gemacht. Das glaube ich gern. Er klingt extrem frustriert und gelangweilt, wie ein geniales Wunderkind im Anfängerkurs Golematie. Nee, Timmy. Okay, wir haben jetzt noch... ein Podest übrig, das hören wir uns auf jeden Fall an, bevor wir dann in die Kammer hineingehen. Ah ne, wir haben sogar noch zwei Podeste, okay. Mich bringt nichts zu Fall. Schneller, Herr Freund, los, Saditz. Ich bin hier, los. Ich halte das nicht mehr aus. Dieses ständige Gerede von Pflicht und Schicksal, die erzwungene Verehrung, das widert mich an und rät mich auf. Oh Gott, oh Gott. Meine erhabenen Diener sind langlebig, aber trotzdem sterblich. Unbedeutend. Sie zittern vor Furcht beim kleinsten Zischen der Verärgerung. Ich habe eine Mission zu erledigen und ich bin kraftvoll genug, um sie zu schaffen. Die können mir nicht helfen. Wieso tun sie dann so, als ob? Leider ist Vlast isoliert aufgewachsen. Ja. Als wir herausfanden, wie man ihn mit anderen zusammenbringen kann, war es bereits zu spät. Ja, aber für Aurin vielleicht nicht. Dass Vlast sich mit sterblichen Völkern verbinden musste, wie einst Glint, da konnte er es schon nicht mehr. Sie waren ihm gleichgültig. Oh. Oh, wir dürfen denselben Fehler nicht mit Aurin machen. So, letzter Podest. Mal gucken, was jetzt hier noch rauskommt. Aber mit Aurin dürfen wir nicht denselben Fehler machen. Der muss uns das sagen. Also die sie und die anderen sagen mir, ich müsse warten. Bevor die eigentliche Arbeit beginnen könne, müsse das gesamte Vermächtnis heranwachsen und reifen. Ich bin aber jetzt bereit. Kralkatorik wird immer stärker und hat immer noch nicht für den Tod meiner Mutter büßen müssen. Aber
aber ich bin der Sohn meiner Mutter. Also warte ich. Okay. Ich werde dem glorreichen Plan dienen, für den Sie und die Vergessenen mich vorgesehen haben. Obwohl die Schlangen und ihre goldenen Diener so tun, als wäre es ihr Plan, hat Glint ihnen nur ihren Namen geliehen. Daher werde ich in ihrem Namen handeln. Bis das komplette Vermächtnis bereit ist, werde ich Kral Katorik eindämmen und seine Horde von Gebrandmarkten ausdünnen. Okay. Also war der Plan von den Erhabenen doch nicht so von Vorteil für den Pflast. Und ich hoffe jetzt nicht, dass derselbe Plan und Erziehungsstil, sage ich jetzt mal dazu, auch für Aurene gilt. Weil sonst läuft das ganze Prozedurding ja von neuem wieder ab. Okay. Eindringling! Oh! Los. Ja. Die Tür reagiert nicht. Aufgeladen. Sie muss beim Angriff von Balthasar und Joko beschädigt worden sein. Seltsame, brennende Schriftrolle. Der Kommandeur ist gut darin, Dinge zu zerschlagen. Timey. Also hier ist eine... Was ist das? Befehl Nummer 134. Tor zum letzten Podest deaktivieren. Sämtliche lebendigen Kreaturen vernichten, die versuchen, sich Zutritt zu verschaffen. Okay. Ah, die müssen wir jetzt kaputt machen. Bitte tretet ein. Wow. Okay, was ist das hier? Ist hier irgendjemand? Ich hasse es nämlich, wenn aus dem Hinterhalt hinter einem auf einmal irgendwas aufspawnt. Aktivieren. Was ist das? Jetzt wird's spannend. Oh. Der Jahrtausende währende Zyklus der Altrachen ist ein Kreislauf aus Fressen und Hungern. Ausgehungert erheben sie sich. Gesättigt schlafen sie ein. Die Vergessenen und Glint wollten diesen Zyklus der Extreme durchbrechen und ein Gleichgewicht herstellen. Doch als unerwarteterweise zwei Altrachen gleichzeitig aus dem Zyklus eliminiert wurden, entstand dadurch eine Leere. Oh. Zumindest vermuten wir das. Und diese Leere sorgte dafür, dass das System zusammenbrach und der Einsturz begann. Sie hofften, dass Glints Vermächtnis den Zyklus stabilisieren würde. Diese vakanten Plätze müssen von Wesen eingenommen werden, die darauf abzielen, Magie zu teilen und zirkulieren zu lassen, statt sie anzuhäufen und zu horten. Nur dann wird das Gleichgewicht der Magie wirklich stabil werden. Nur dann wird Glints Vermächtnis seinen ultimativen Zweck erfüllen. Mhm. Also Aurene oder Pflast. Sind wichtiger, als wir dachten. Balthasar betrachtet sie nur als Mittel, um an die Macht zu kommen. Aber sie könnten entscheidend für die Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts sein. Sollte es sich bei euch tatsächlich um die Person handeln, die außersehen ist, Glints Vermächtnis zu beschützen, liegt es an euch, Balthasar davon abzuhalten, sie zu vereinnahmen. Doch solltet ihr euch gewahr sein, dass sie nichts davon abhalten wird, den Kristalldrachen töten zu wollen. Oh. Timey, übermittelt Ridlock, Kanach und Kashmir eine Nachricht. Südlich des Schweberochenhofs gibt es eine Spitze, die hoch genug ist, damit Kiels Luftschiff anlegen kann. Sagt ihnen, ich treffe sie dort. Kommandeur, ihr müsst jetzt gehen. Sofort! Ich spüre, dass die Geschmiedeten sich nähern.
Oh. Wenn es euch gelungen ist, Kesho zu finden, heißt das, dass es mir nicht gelungen ist, den Eingang sorgfältig genug zu verbergen. Ich muss den Eingang für immer versiegeln. Oh. Nutzt das Portal. Es wird euch sicher an die Oberfläche zurückbringen. Aber was ist mit euch? Ich habe geschworen, diesen heiligen Ort mit meinem Leben zu beschützen. Und diesen Schwur werde ich halten. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden. Lebt wohl, Kommandeur. Leb wohl, guter Freund. Ach Gott. Klettert auf den Felsspitz bei der unterm Film. Wo ist das Portal? Ach, das Portal meint er jetzt. Okay. Wieder viele, viele Neuigkeiten. Und ich hoffe wirklich, dass wir... Also da muss ich da jetzt hin. Wir fliegen mal ganz kurz dahin, weil wir sind ja da jetzt in der Nähe. Taimi, hier spricht der Kommandeur. Hier spricht Taimi, und zwar mit meiner offiziellen Übertragungsstimme. Beeindruckend, was? Ich bin dabei, das Drachenlabor zu räumen. Freiwillig, denn die Genugtuung, mich rauszuschmeißen, gönne ich Pflanzversagern nicht. Mhm. Aber ich stehe zur Verfügung, falls ihr meinen Rat braucht. Also haltet euren Kommunikator bereit. Okay. Dann lasst mal gucken. Ah, da müssen wir hin. Dann holen wir uns allerdings erstmal die Wegmarke, dass wir die auch hier haben. Und dann geht's in die nächste Instanz. Klettert auf die Felsspitze bei der untiefen Bucht. Bin ich immer sehr gespannt. Wir haben jetzt leider den Erfolgspunkt nicht bekommen. Ich hätte auch jetzt nicht gewusst, wo wir da hochklettern müssten. Aber ich bin ganz ehrlich, wie schon oft gesagt, Erfolge kann man immer nachholen. So, hier ist die Wegmarke und unser Instanzding wäre jetzt, ich vermute, stark da oben. Ach, du liebe Neune. Da ist unser, okay. Der Abschied, oh Gott, was ein Titel. Klettert, trefft eure Gefährten. Oh, oh. Balthasar! Habt ihr jemand anderes erwartet? Was ist los? Seid ihr von euren Freunden verlassen worden? Was meint ihr? Sollen wir die Sache diesmal etwas langsamer angehen? Bietet niemals einem Gott die Stirn! Shit. Aufstehen! Immer noch bei mir? Gut. So schnell. Wieder auf die Beine. Ausgezeichnet. Wir sind noch nicht fertig. Ich brauche nur einen Augenblick. Ja, was macht der denn, der Junge? Immer noch bei mir? Gut. Oh mein Gott. Shit. Oh nein. Leidet ein bisschen lauter. Schreit. Jeder soll es mitkriegen. Zustand wird besser.
Erst Verteidigung, dann Angriff. Das war ein Knaller. Ausgezeichnet. Wir sind noch nicht fertig. Ich genieße diese kleinen Zusammenkünfte. Erst Verteidigung. Die Wut ist mein. Wow. Oh mein Gott. Das ist unfair, Junge. Ihr erweist euch als recht nützlich. Der spielt nur mit uns, 100%. Macht gibt mir recht. Die Luft ist mein Element. Hört mir zu, ich will euch nicht töten. Was? Also meint, sieht's irgendwie anders aus. Er tötet uns die ganze Zeit, auch wenn er nur noch 10% hat. Wie traurig, dass ihr so weit von eurer Heimat entfernt sterben müsst. Irgendwas schreit. Ah, die Nachkommen. Kommt hierher und verteidigt ihren Nein! Oh, Baby. Baby, nein. Oh Gott. Baby. Und jetzt sterbt. Oha. Ich hab gerade dezent einen Herzinfarkt gekriegt. Uiuiuiui. Okay, wo sind wir? Findet heraus, wer und wo ihr seid. Mein Leben ist vorbei. Was? Was bringt es mir noch, euch zu Nina. Ich kann euch ein neues Leben verleihen. Hier da! Kommt her! Hier rüber! Okay. Wir können einander helfen. Wie heißt ihr? Ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Oder wo ich bin. Oder wie ich hierher gekommen bin. Ihr seid gestorben. Oh. Etwas passiert. Willkommen im Reich der Verlorenen. Und ich bin natürlich König Pallava Joko. König Joko? Es tut mir leid, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Lügnerin! Alle Atmenden kennen mich. Ich bin König Joko, der Unausweichliche. Der letzte der altehrwürdigen Könige. Joko, der Unsterbliche. Die Geißel von Wabi. Ja, aber Joko hat doch die Tür kaputt gemacht. Mit Balthasar. Joko, der Geliebte. Joko, der ewige Monarch aller Dinge. Wie könnt ihr behaupten, nicht zu wissen, wer ich bin? Aber ihr seid doch kein Geist. Was tut ihr denn hier? Der gefallene Gott Balthasar hat mich betrogen. Ich führte ihn hierher, damit der Geister für seine Armee rekrutieren kann. Ja. Als Gegenleistung versprach er mir einen Teil dieser neuen Rekruten. Doch er hat mich hintergangen und mich stattdessen hier eingesperrt. Okay. Hinterlist! Von nun an traue ich nur noch einem einzigen Gott. Du bist kein Gott, du bist ein König. So doch selbst gesagt. Ihr seid kein Gott. Ihr seid eine Abscheulichkeit, die der Kristallwüste zugefügt wurde, wie eine Wunde sie befallen hat, wie eine Seuche. Ich bin ein Gott. Der Gottkönig von Elona. Gottkönig. Der Kristallwüste und aller umliegenden Ländereien. Auf die Knie mit euch, Bauerntrampel.
Ihr habt hier keine Macht. Die hat nur der Richter. Er wurde von Grant ernannt, einem wirklichen Gott. Ach, Götter, Drachen, Nationen. Schon bald werden sie alle sich zu Füßen von Palava Joko winden. Komm, edler Geist. Ihr müsst die nächsten Schritte tun. Und ich habe genug gehört von Jokos Friebeleien. Dezent Größenwahnsinn, der Typ wieder. Rennt nicht zu weit weg. Riesenego. Leicht verlaufen. Ja, gut, dass wir mal den haben. Er ist der Richter. Er ist Grants loyaler Diener. Und es ist seine Aufgabe, alle Seelen, die hier durchkommen, an den ihm zugewiesenen Ort zu schicken. Aber ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nicht, wo ich sein sollte. Deswegen müsst ihr... Tretet vor, Geist. Oh. Hab keine Furcht. Ja. Hello. Ich bin nicht sicher, wieso ich hier bin. Oder wer ich überhaupt bin. Die meisten Geister finden nämlich ihren eigenen Weg zu ihrem Schicksal, wenn sie sterben. Okay. Aber wer einen sehr dramatischen Tod erlitt, vergisst sehr schnell, wer er einmal war und wie er verstarb. Mhm. Es sind diese Geister, die, wie ihr und ich, hier in das Reich der Verlorenen eintreten. Aber ich gehöre hier nicht hin. Ihr werdet noch rechtzeitig den richtigen Ort erreichen. Als erstes müsst ihr euren Namen wiederfinden, um zu wissen, wer ihr seid und wie ihr gelebt habt. Dann müsst ihr den Sinn eurer Existenz erfahren, um die Entscheidungen zu verstehen, die ihr getroffen habt und warum ihr so und nicht anders gelebt habt. Erst wenn ihr euren Namen und euer Ziel kennt, kann ich euer Ziel bestimmen. Okay. Aber wie gehe ich dazu vor? Nena hat den Weg, der euch bevorsteht, schon hinter sich gebracht. Sie kann euch zur Seite stehen. Denn auch wenn sie euch im Leben gehört haben, sobald euer Name und der Sinn eurer Existenz diese Domäne betreten, gehören sie nicht länger euch. Und ihr werdet kämpfen müssen, um euren Namen zurückzuerhalten. Und jetzt okay. Bewaffnet euch. Nena, ihr habt also euren Namen entdeckt. Wie kann ich meinen wieder erlangen? Ich habe meinen Namen vom Geist meines alten Mentors erfahren. Allerdings verriet er ihn mir erst, nachdem ich ihn bei einer Rätselherausforderung geschlagen hatte. Ich entdeckte den Sinn meiner Existenz versteckt in einem alten Tagebuch, das ich als Kind führte. Okay. Ich war Lehrerin. Ah. So einfach ist es also? Es ist für jeden anders. Der Richter sagte, dass ihr kämpfen müsstet, um euren Namen wieder zu erlangen. Also wart ihr mit Sicherheit keine Lehrerin. Nein. Vielleicht eine Soldatin? Ja. Ich weiß es nicht. Nun, wenn ihr kämpfen sollt, müsst ihr euch erst einmal bewaffnen. Okay. Womit? Geister müssen ihre Güter hinter sich lassen, bevor sie ihren Weg weiter beschreiten können. Mhm. Ich bin ein bisschen überfordert, aber okay. Für die letzte Folge der Überraschungswoche geht's gut ab, muss man sagen. Ja. Findet vielleicht etwas, das ihr gebrauchen könnt. In diesem Haufen Müll werde ich meinen Sinn nie finden. Was ist dieser Schrott? Es muss doch irgendwo Nützliches geben mit diesem Schrotthaufen. Das ist auf jeden Fall so ein Amboss. Da haben wir Rüstungen versteckt. Ich weiß nicht, müssen wir rechts lang? Müssen wir links lang? Ah. Da ist nichts. Ich werde weiter die Augen offen halten müssen. Nein, davon lässt sich nichts zum Kämpfen verwenden. Und hier? Damit sollte ich kämpfen können. Dieser Geist. Hey, wieso verfolgt die mich? Wo rennst du hin? Okay. Mein Gott, wieso bin ich so schnell?
Wo renne ich denn hin? Ja, ich beeil mich. Oh, jetzt müssen wir kämpfen. Gegen uns selbst. Okay, besiegt alle Betrügerinnen, um euren Namen zurückzubekommen. Was bedeutet, dass es ein angesehener Name ist? Echt? Oh, da kommt ja die nächste schon. Da kommt ja die nächste schon angeflitzt. Nein, immer noch nichts. Schaut euch weiter um. Ja. Wenn ihr euren Namen nicht schnell wieder für euch beansprucht, könnt ihr ihn für immer verlieren. Da ist wieder jemand, der sich als mich ausgibt. Ah! Jetzt erinnere ich mich. Mein Leben war voller Konflikte, Siege und Niederlagen. Okay. Ich war eine Anführerin, ein Kommandeur. Das hatte ich mir schon gedacht. So wie ihr die Waffe führt, tun es nur wahre Krieger. Aber ich weiß nicht, warum ich gekämpft habe, wofür ich eintrat. Das sieht schon cool aus. Dagegen. Als nächstes geht es um den Sinn eurer Existenz. Ja. Was trieb euch an und führte schließlich zu eurem Tod? Die Antwort ist hier, irgendwo im Reich der Verlorenen. Ihr müsst sie einfach nur finden. Aber wie kann ich sie erkennen? Wo kann ich sie finden? Wenn ihr es aus tiefstem Herzen wollt, wird der Sinn eurer Existenz euch finden. Uns finden. Okay. Ich würde sagen, wir gehen wieder hier raus. Ich würde mit dem Vogel anfangen. Dort ist unsere Bombe. Er! Los, zeigt uns, was ihr könnt. Er! Nehmt euch Zeit und seht euch alle Erinnerungen an. Meine Heldenzeit ist vorbei. Yeah. Was Hulrak jetzt braucht, seid ihr. Schaut mal, da steht er. Da ist der Geist. Als Satan sich aus dem Schlummer erhob... Kanach! Traherne, Entschuldigung. Sie sich. Jetzt müssen wir dahin. So, bloß wir sehen alle Freunde wieder. Der blasse Baum. Die Seele Tyrias klagte, als die Bestie ihre Kinder niedermachte. Das Land weinte und die Welt erschauderte. Ja. Schaut mal. Tybalt. Oh. Und ich brauche euer Vertrauen auch jetzt. Ich werde das schaffen. Ja. Unser Sieg beim Tor wird der Welt zeigen, dass wir die Drachen schlagen können. Okay. Eindringlinge, ihr seid ins Land des Drachen gekommen. Wir dienen definitiv nicht nur Zeitan. Greifen wir Ara an. Zerstören wir Zeitan, bevor die Verderbnis uns alle befällt. Ja. Oh, das ist so cool gemacht. Ja, wir haben ihn vom Himmel geholt. Ridlock, du auch hier. Da ist der Geist. Wir haben gesiegt, Johann, aber nur, Kate. Indem wir uns gegen einen größeren Feind zusammentaten. Ihr habt uns den Weg gewiesen. Okay. Ich bin euch dankbar, Kommandeur, für alles, was ihr getan habt. Oh, Johann. Den muss ich echt sagen, den vermisse ich. Das war so eine coole Socke. Heute habe ich und es gesehen. Er natürlich. Ich starrte in den Abgrund und es starrte zurück. Solche Macht. Ich weiß nicht mehr, was real ist und was nicht. Das ist doch Scarlet gewesen, ne? Ciara, so hieß doch Scarlet, meine ich. Die Stadt.
ist weg. Komplett. Ja. Ach, da ist er. Warum das alles? All das Chaos und die Zerstörung? Da ist die Marionette. Ah, da ist der Adler. Hört mal! Ihr Schild ist unten, wenn sie angreift. Macht sie fertig! Bringt es zu Ende! Los! Das war doch aber nicht Marjorie. Das hat sich angehört wie Cass. Da ist der Vogel. Ihr Idioten! Scarlet. Glaubt ihr meinen Tod? Rettet euch! Zu spät. Okay. Ich habe etwas, das ich nicht länger schützen kann. Ihr müsst seine Bedeutung für Tyrias Zukunft begreifen. Da ist Baby Aurene drinne. Kaith. Sie klaut das Ei. Die haben nicht gelogen. Es gibt ein Drachenei. Ihr bleibt hier, bis ihr mir die Wahrheit sagt. Baulein, das ist doch unnötig. Wir kommen vom Dschungeldrachen. Wir gehören ihm. Wir sollten ihm dienen. Okay. Wir sind hier so lange aufgehalten worden. Die Flotte könnte längst abgesegelt sein. Ja. Da ist der Geist. Ihr seid ein willkommener Anblick, Kommandeur. Die Lage ist trostlos. Montemos hat die Flotte völlig vernichtet. Komplett. Der Pakt ist am Ende. Scheiße. Da merkt, also mir wird gerade wieder bewusst, wie viel wir schon erlebt haben. Ich vertraue keinem Silvari mehr. Solltet ihr auch nicht. Ich glaube, wir müssen hier hinter, ne? Ja. Dota, pass auf! Ja. Nein! Das war so schlimm. Erhabene. Glins Nachkomme hat euch erwählt. Nutzt dieses Geschenk, um das Ei in Sicherheit zu bringen. Geht, tretet Mordremos entgegen. Wie diese Mission auch enden mag. Ihr sollt wissen, dass ihr Tahrir neue Hoffnung geschenkt habt. Und der ganzen Welt. Okay, also man kriegt auch so Hinweise, wenn man da, ich kann euch das nochmal reinspielen. Ihr müsst wo der mich töten, Kommandeur. Adler hingeht. Diese Tat aufgeht. Ihr Mordremos zurückerobert, was ihr verloren hat. Das war auch so schlimm, dass wir Trehearne erledigen mussten. Was ist das? Oh mein Gott. Dieser Schöpfer ist jetzt besiegt. Was wird nun aus uns, den Silvari? Wo ist unser Platz in der neuen Welt, die wir erschaffen haben? Ah, da oben. Drachenwacht. Schüttler. Das gefällt mir. Und Tyria würde vermutlich besser schlafen mit der Drachentöterin an der Spitze einer neuen Gilde. Also dürft nur ihr entscheiden, wann wir einen Drachen töten? Nur ihr dürft sie erledigen? Nö, wir sind ja eine Gemeinschaft. Was, Kommandeur? Ich bin froh, dass ihr euch nicht der Klinge des Schicksals angeschlossen habt. Meine Mutter hätte euch dort nicht gewollt. Abraham. Armer Schatzi. Ich werde mein Leben geben für... Wie sollen wir es nennen? Sie. Ihr Name ist Aurene. Aurene, Baby. Da müssen wir drüber, ne? Und da hoch.
Ich bin der letzte Morsad. Vor vielen Jahren kanntet ihr mich als Lazarus den Furchtbaren. Ja. Ich bin vom Rande der Existenz zurückgekehrt. Okay. Also alle möglichen Feinde, Freunde, Kameraden. Da ist Cass. Nein, das kann nicht sein. Und jetzt müssen wir... Oh, da kann ich da durchrennen. Oh, hier brennt es überall. Oh. Und Feuer wird alles entfesseln. Ich erinnere mich. Haben wir geschafft? Cool. Er will Rache an den anderen Göttern nehmen. Und er hat vor, das durch Aurene zu erreichen. Ich muss den Richter überzeugen, dass er mich zurückschickt. Kehrt zum Richter zurück. Ich stütze mich jetzt einfach irgendwo runter. Ich denke mal nicht, dass ich nochmal sterben kann. Oder? So. Auf geht's zum Richter. Mal gucken, ob wir ihn überzeugen können, dass er uns wieder zurückschicken soll, damit wir unsere Aufgabe erledigen können. So, wo ist das Sternchen? Da weiter geradeaus. Okay. Also mega cool gemacht, auch mit den ganzen Erinnerungsschnipseln, die uns wieder zu unserem Ich selbst zurückführen. Mega cool. Ich bin mal gespannt, was er jetzt sagt. Rand heißt alle willkommen im Geist. Tretet vor und ich werde euch an den euch zugewiesenen Ort schicken. Okay. Ihr müsst mich zurückkehren lassen. Ich sehe euch nun ganz deutlich, Kommandeur. Balthasar hat euch getötet. Dennoch würdet ihr ihm wieder gegenübertreten? Ja. Balthasar hat hier großen Schaden verursacht. Die Magie, mit der er Geister entführt, erschüttert das Reich der Verlorenen bis in die Grundfesten. Aber ich kann euch nicht helfen. Nicht? Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich ihn besiegte, könnte das vielleicht den Schaden rückgängig machen, den er in unseren beiden Welten verursacht hat. Oh, es ist zu spät. Euer Körper kennt kein Leben mehr. Oh. Es sei denn, ja. Nachdem Balthasar gegangen war, tauchte der Seelenverzehrer, eine furchtbare Bestie, auf, um sich an der schwindenden Lebensenergie der Geister zu laben. Ja. Das müssen die Schreie gewesen sein, die ich in der Ferne hören konnte. Wenn ihr die Bestie besiegt und euch ihre Macht aneignet, wird diese Lebensenergie vielleicht wieder stark genug werden, euren Körper wiederzubeleben. Okay. Und dann könntet ihr zurückkehren. Aber falls ihr scheitert, wird die Bestie euch in Gänze verzehren. Ich könnte euch keine letzte Belohnung oder Bestrafung gewähren. Euer Geist würde einfach aufhören zu existieren. Dieses Risiko bin ich bereit einzugehen. Ich habe den Sinn meiner Existenz wiederentdeckt und muss jetzt zurückkehren, um zu beenden, was ich begonnen habe. Dann sei es so. Okay. In Grants Namen. Geht hin, besiegt den Seelenverzehrer und lebt erneut. Erinnert Balthasar daran, dass über jeden Gericht gehalten wird. Ja. Niemand kann entkommen. Ich habe ein bisschen Angst. So dezent, weil ich nicht weiß, was das für ein Seelenverzerrer ist. Den haben wir doch schon mal bekämpft, oder? Weg von mir. Hab ihn. Wir haben ihn. Okay. Ihr habt es geschafft. Okay. All diese Geister wurden wiederbelebt.
Alle Geister wurden wiederbelebt. Schön, cool. Und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, Kommandeur. Wieso? Aber seit Joko hier aufgetaucht ist, ist nichts mehr, wie es einmal war. Okay. Es steht außer Frage, dass er nicht hierher gehört. Kein Geist, aber auch nicht ganz lebendig. Das ist genau das Problem. Joko kann hier nicht ordentlich gerichtet werden, weil er nicht ordentlich tot ist. Okay. Was noch schlimmer ist, die Magie, mit der Balthasar ihn gefangen hält, übersteigt die Kräfte des Richters. Er kann sie nicht überwinden. Ihre Existenz beruht auf dem Willen Balthasars. Ja. Weiter kann ich euch nicht geleiten. Ich muss mich nun dem Richtspruch stellen und meine letzte Belohnung entgegennehmen. Okay, dankeschön, dir auch. Aber habe ich jetzt so verstanden, wenn wir Balthasar den Chaos machen, dass Joko dann auch dem Richter gegenübertreten kann? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Wusste ich's doch, dass ihr zurückkommen würdet. Aber ja, ich trage euch nichts nach. Ich wünsche euch nichts Schlechtes. Lasst mich jetzt frei. Und ich werde mich an unsere Abmachung halten, obwohl ihr sie abgelehnt habt. Was für eine Abmachung? Eure Hilfe ist wertlos. Ich habe selbst einen Weg zurückgefunden. Und ich werde jetzt dort Erfolg haben, wo ihr gescheitert seid. Ich werde Balthasar besiegen. Schön für euch. So viel Schneid und eine so große Selbsttäuschung. Nun denn, geht. Und natürlich vergesst ihr ein wichtiges Detail. Welches? Balthasar hat eine Armee. Habt ihr ebenfalls eine Armee, Kleine? Die habe ich tatsächlich. Meine Armee steht der eines in Ungnade gefallenen Gottes in nichts nach. Wir wissen beide, dass ihr ohne meine erweckten Soldaten chancenlos seid. Da könntet ihr recht haben. Ich brauche eure Armee wirklich. Aber euch brauche ich nicht. Was? Nein. Meine Erweckten sind mir treu. Sie würden niemals jemand anderem als ihren geliebten Gottkönig gehorchen. Tatsächlich. Nicht an der Tastatur, es ist nämlich so, ne? Dass eure Armee in eurer Abwesenheit den Mondsicheln untersteht. Schlumpf. Ich habe es erlebt und ich kann es zu meinem Nutzen einsetzen. Ich warne euch. Lasst mich nicht hier zurück. Ich verbiete es. Was will er denn machen in seinem Käfig? Es tut mir leid, Eure Majestät. Aber nach allem, was ich gesehen habe, geht es eurem Königreich ohne euch besser. Okay. Joko bleibt schön da, wo er ist. So. Und da einmal rum. Da ist das Portal, scheint's, oder? Ja. Öffnen. Hierher zurück, jämmerliche Sterbliche. Das sieht schon mega cool aus. Ich werde zurückkehren und meinen Thron zurückfordern. Wie denn, wenn du da drinne bist? Und ich werde mich rächen. An denen, die mich hierher gebracht, an denen, die mich hier gelassen und an denen, die Vorteile aus meiner Abwesenheit geschlagen haben. Die Folter. Ach ja, das habe ich mir schon alles zurechtgelegt. Wenn ihre erbärmlichen Bitten um ein längeres Leben sich in verzweifelte Schreie nach einem schnellen Tod verwandeln, werde ich nur lachen. Bist jetzt fertig? Jetzt bin ich gespannt. Da ist Ridlock. Dahin sehe ich Cass. Pass mit meiner Tasse bitte auf. Komm zurück! Kommandeur! Wow, wie cool! Das? Augenblick mal, was geht hier vor sich? Es hieß doch die ganze Zeit, der Kommandeur wäre tot. Ich war tot, Timmy. Aber jetzt bin ich wieder da. Aber so funktioniert das nicht mit dem Todsein. Gutes Argument. Wir haben es alle überprüft, Kommandeur. Und ihr weiltet wirklich sehr eindeutig nicht mehr unter uns. Und ja, sie ist immer noch nicht hier. Das ist doch ein Trick. Nee, Cass, das ist mal nett. Gehört sie zu euch? Das ist keine Illusion. Ich nicht. Ich bin lebendig. Ich bin immer noch der Kommandeur. Stopp sie an! Fühlt sie sich irgendwie maschig an? Ist sie eine Mumie? Ist es eher so, als wäre es Leder? Ist sie eine Erweckte? Und wenn ihr gar nichts fühlt, dann ist sie ein Geist.
Hier wird nicht an Kommandeuren herumgestupst, Taimi. Zuhören! Balthasar hat Orin. Das ist uns bekannt. Bei unserer Ankunft hat er Orin Richtung Süden gebracht, auf Kral Kathorik zu. Wir haben versucht, ihn aufzuhalten, aber da waren zu viele Geschmiedete. Und so ungern ich auch schlechte Nachrichten überbringe, aber Balthasar hat anscheinend eine ziemlich ansehnliche Armee an Geschmiedeten aufgestellt. Er scheint sie schneller zu erschaffen, als wir sie kaputt machen können. Deswegen benötigen wir selbst auch eine Armee. Und im Reich der Verlorenen hat mir jemand verraten, wo ich mir eine leihen kann. Ja, ja, leihen. Reich der Verlorenen? Ja. Juhu, wir haben einen Plan. Kaes, habt ihr irgendetwas im Angebot, das unser Aussehen verändert? Das schon, aber nichts kann dafür sorgen, dass wir vier aussehen wie eine ganze Armee. Das ist doch gar nicht nötig. Wir müssen einfach nur aussehen wie jemand ganz anderes. Nachdem ich für eine wasserdichte Geschichte gesorgt habe. In Ordnung. Ich werde warten. Und ich gehe zum Casino in Amnon. Wenn ihr von den Toten zurückkommen könnt, werde ich den Betrag verdoppeln, den ich auf euren Kopf gesetzt habe. Gut, danke, Kanarei. Ich werde euch alle benachrichtigen, wenn es soweit ist. Oh, hey, Kommandeur. Ja. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Redlock. Wow, was eine Folge. Hammer. Wahnsinn, ehrlich, Wahnsinn. Was ist das unter Weltdarbringung? Wow, was eine Folge, ne Mausi? Was eine Folge. Selbst Betty kam und will gucken, was abgeht. Ja, aber ich würde sagen, für die Woche reicht das an Story. Wir werden uns morgen wiedersehen für das Event aus Heart of Thorn. Widerstand des Drachens werden das machen und dann ist die Überraschungswoche auch schon rum. Ich hoffe sehr, dass es dir soweit gefallen hat, würde mich aber trotzdem freuen, wenn ich dich morgen wiedersehe. Und wenn es dir heute super gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, einen Kommentar und auch gern ein Abo, wenn du neu bist, freuen. Und vergiss die Glocke nicht zu aktivieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt raus und sehen uns dann geschichtlich am kommenden Montag dann wieder. Ich freue mich sehr, ich hoffe du auch. Und natürlich winken wir zum Abschied. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.